Willkommen zurück zu Animal Crossing, die Nachtfolge. Ich bin ja ausgestiegen, ja? Und dann, guckt euch das an, bitte. Hier. So, hier lädt noch alles. Ich komme raus. Und links sehen wir schon irgendein Vieh. Oh nein, es kommt näher. Es kommt näher. Was wird das machen? Was wird das machen? Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Oh Gott, das kommt noch näher. Au! Hat mich gestochen. Ja, das ist gerade passiert. Fand ich sehr lustig. Außerdem habe ich auch mal jene. Das wäre so cool, wenn es hier noch... Oh, wollte nicht posten, sorry. Wenn es noch so eine Taste gibt. Oh, das Neues aus dem Meer gefischt. Beziehungsweise nicht gefischt, sondern gejagt. Ich hasse diese Jagd. Ne? Habt ihr da irgendwie versucht, jemanden an den Rand zu treiben, damit sie dann irgendwie Fehler machen? Oder haben sie meistens? Ich versuche die Ecke da oben oder unten hinzuwarten. Nämlich ein Riesen. Riesenassel. Da bin ich ja. Keine Ahnung, was da stand. Genau. Ja. Wir haben heute Abend, ne? Ihr wisst warum, morgen kommt meine heilige Serie raus. Rezept. Ich hatte echt Glück. Ich hatte gestern ein neues Rezept bekommen von Johannes und heute auch. Da dachte ich mir, wow, geil, das finde ich super. Also es ist echt wirklich random und nicht jede Woche nur ein Rezept. Okay, das kann ich schon mal ausschließen. Denn wir haben einmal die Lampe hier bekommen. Also wir machen mal einmal... Oh, komplett falsch. Wir machen einmal aus. So, die Lampe haben wir bekommen. Und wir haben dieses schöne Sofa bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wirklich. Gefällt mir echt sehr gut. Ja. Sehr schön, dann gehen wir wieder hoch. Genau, heute werden wir nochmal nach Insekten jagen. Uns fehlen ja noch wirklich sehr, sehr viele. Wenn ich das sehe. 17 bis... Also, die meisten sind jetzt in Palmen. Warte, ich meine... Zwei Palme. Drei Palme. Zwei Bäume. Drei Bäume und zwei Palmen. Drei Palmen. Deswegen gehen wir einfach zur Stadt. Zu ganz neuen Ufern aufzubrechen, ich erwäge nämlich nächstes Mal, ja? Nächstes Mal kannst du weg. Kacke. Kacke. Ich kann schon mal
der Waage war, hatte ich schon einen kurzen Schock. 82 Kilo, Leute. Ich wiege. Also, ich wog wirklich ohne Scheiß vor 3 Monaten wirklich noch 72. Ich weiß nicht, was passiert ist. Deswegen versuche ich jetzt meine Portion alle ein bisschen zu kleiner zu machen. Thank you.
drin. Obwohl ich jetzt gar nicht schauen wollte. Ich wollte so viel Leidenschaft schauen. Ja, dann ist die Affäre, aber dann habe ich es halt nicht gesehen. Kein Wort mehr oder was? Ich kann mich nur an und an meiner Prüfung mit den Uhrzeiten. Ich überlege gerade echt wie eins. Uno war Französisch. Was war denn? Was war denn? Warte, da muss ich jetzt aber nicht mehr warten, weil das ist jetzt ein bisschen peinlich. Als ob ich das nicht weiß. Also, mir fällt es jetzt gerade noch nicht ein. Warte, ich gucke gerade. Eins auf Spanisch. Uno! Was war das Französisch? Auch ein Uno. Spanisch 2. Also, DOS. War Uno das Katze? Nee, das war doch auch Spanisch, oder? Spanisch? Oh, Spanisch, das. 3? Tres, ah! Tres, stimmt! Stimmt, nach Tres kam, 4. 5 war, oh Gott, was war 5 nochmal? Warte. Uno, dos, tres, 4, 5, 5, 5, nach 5 kam glaube ich S-E-I-S, 7 war Siete, 8 war Ocho, ne? Ocho Mocho, irgendwie sowas, und 9 war Nueve, Nueve fand ich immer sehr schön. Hört sich auch echt wie ein schöner Name an, finde ich. Nueve. Das gefiel mir total. Okay, cool. Dann weiß ich schon noch ein bisschen mal. Aber ich weiß nicht, ob ich gerade Französisch bin. Hey Siri! Was heißt 3 auf Französisch? Oh mein Gott, ich hey Siri, was heißt 4 auf Französisch? Ach, die ist komisch da. Ja, ja, ich, I know. Und 5? Hey Siri, wie heißt 5 auf Französisch? Was? Doch, sing! Oh mein Gott, wenn ich das so ausschalte. Außer die Aussprache. Auch im Englischen. Ich weiß, Englisch ist so wichtig, aber Leute. Ich kann nicht, doch, ich kann nicht weiß. Thank you.
Skorpioninsel da kommen, ne? Hab ich aber eigentlich überhaupt nicht getraut, ne? Also wirklich nicht. Ich freue mich echt auf morgen. Denk dran, ne? Auf Instagram könnt ihr das schöne Kochvideo dann sehen. So, ich will was verkaufen. Oder? Habe ich was zu verkaufen? Doch, hier. Ein paar Dinger. Bitteschön. Granger auf. Könnt ihr gerne Videos. Also Kochvideos. Ihr müsst das nicht kollern. Das interessiert mich nicht, aber ihr könnt gerne mal vorbeigucken. Das würde mir schon reichen. Liken müsst ihr auch nicht, aber die Videos, die könnt ihr euch anschauen. Die Reels. Das ist eine extra Kategorie. Könnt ihr aber, glaube ich, nur Deutsche sehen. Glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist noch nicht in jedem Land da. So, wir gehen jetzt nochmal ein. Wenn hier nichts ist, ja, dann sind wir erstmal auf dem Eins. Wie sieht das denn aus, dass hier wirklich gar nichts macht? Ist ein Witz, oder? Es gibt da neue Inseln, wer weiß, nach dem Update, weiß ich. Ich glaube, nächste Woche wird dann auch wahrscheinlich das neue. Also, ich meine. Mein Ticket nutzen. Ja, ja, das war klar. Oh, ich danke dir. Und bitte. Okay, ich bin weg. Sonst schauen wir zu. Oder von Zombie. Zombie.
The 100 Staffel 7 muss ich auch mal langsam schauen. Aber ich weiß noch nicht wo. Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal geschaut habe. Staffel 6. Irgendwo. Aber ich hab's natürlich auch im Gehirn geschaut, weil ich bin viel zu viel. Weil ich das letzte Mal vor 6 Jahren war. Gleich geschafft. So, hallo Eugen. Oh, ich glaube, ich war noch nie in Nacht hier. Bei Nacht hier sieht irgendwie alles komplett anders aus. Hallo Eugen. Ich will etwas stiften. Okay, wir haben 4 Sachen. Wir fangen mal mit dem hier an. Ich bin so gespannt. Oh, rot ist der. Okay. Ja, erzähl mal bitte. Was lässt man sich nicht zwischen manche prachtvolle Relikte der Evolution. Betrüger, Krebs, dass ich nicht piepe. Die Wahrheit sieht anders aus. Wesentlich näher mit Spinnen und Skorpionen verwandt. Der Schwanz mag an den des Skorpions erinnern, die jedoch nicht als Waffe. Was meint Überhang mit seiner Natur als inkognito spinnerig mitnichten lindert. Diese Spezies uralt, quasi eine Zeitzeugin der Weltgeschichte, in welche sie sich für meinen Teil auch gerne wieder zurück verabschieden könnte. Zur Nahrungssuche oft ins schlammige Watt, wo allerlei Leckeres geht, finden sie sich zu Hunderten an Stränden zusammen. Hunderte dieser Kreaturen. Die Vorstellung ihrer Schwanzszenerie wird mir mit Sicherheit Tausende von Albträumen bescheren. Und das war schon oben. Cool. Ne? Den schauen wir gleich auf. Den suche ich gleich. So, diesen Assel. Das ist ja fast so groß wie 2 große Lineals. Die Lineale. Lineal? Zentimeter ist ein Grund mehr, dem Meer fernzubleiben. Das stimmt, da würde ich noch mehr schlecht. Hass. Weniger von krabbelnden Begeisterten unter uns. Und sein Appetit scheint obendrein fast unstillbar. Das herzufallen, welches bis auf den Meeresboden. Leute, es auch das Heilen als den Staubsauger der Meerestiefen. Diesen als Krabbe des Ozeans pirschen. Oh Natur, warum bist du so gemein zu mir? Und das war's im Grunde. Ich hab grad kurz vergessen, dass das ja alles keine Insekten sind, Leute, sondern Meeresbewohner. Wir können nur gleich im Aquarium anschauen. Okay. Habe ich kurz vergessen. Weil das hier für mich alles sein robustes Schalentier, das an allerlei Orten auf der Welt zu finden ist. Auch sie
die vielen Beine, die Kuruma. Kuruma gar nicht. Oh, ich muss immer Kurama lesen, ey. Kurama von Naruto, der Fuchsgeist. Laufen und sage und schreibe drei Gliedmaßenpaare allein zum Fuchsläufer, aber bei so vielen Beinen muss man doch einfach stolpern. Das ist eine Vorlesung, ne? Ich denke immer, da kommt noch irgendwas und nach direkt vor. Okay, die Hauptattraktion, finde ich. Der Vampir-Tittenbuch. Ich bin so gespannt, wie der gleich aussieht. Oh, na, ganz klar, das ist ein Vampir-Tittenfisch. Viel spannender ist ja gerne. Und sucht nach armseligen Opfern zu Opfern. Hier wird niemand ungefragt das zarte Hälslein angezapft. Ewigen Nacht. Äußerst vampiresk. Oh ja. Fürsten mit Schnorchel und Badekleid mich ungemein erhält. Bin echt gespannt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall das Thumbnail-Bild für heute sein. Für euch heute, für mich morgen. Denn das hört sich ganz schön cool an. Da bin ich mal gespannt, ob es den wirklich gibt. Aber ich denke schon. So, und da könnte entweder da hinten bei dem großen Aquarium sein. Oder hier. Oder hier. Also in diesem Unterwasser da. Ich weiß gar nicht, wie man diese Tunnel nennt. Unterwassertunnel. So, hier ist auf jeden Fall keiner. Ich bin gespannt, ob wir ihn sehen. So. Okay. Das ist eine Flunda. Ach, warte, war hier eigentlich gerade jemand? Oh, doch, das ist das hier. Tropfer im Farbbuchcode jedes Aquariums. Dieses Exemplar hast du doch gespendet. Hübsches Geschenk an uns alle. Vielen herzlichen Dank, Moritz. Ja, kein Problem, hab ich gern gemacht. Was bist du? Bist du diese hässliche Rasse? Wo ist denn der Vampirfisch? Okay, da schon mal nicht. Ich geh jetzt hier alle Schilder durch, bis ich dich gefunden habe, ey. Ist ja was. Falscher Fisch, Nasenmoräne. Och, Mann, ey. Der Part sollte doch nicht so lang sein. Mann. Okay. Was habe ich hier? Okay, da haben wir auch nichts. Hier drin? Nee, ne? Nee, nur Ohrenqualle.
richtig gruselig. Boah, mega cool. Oh, das sieht echt cool aus. Könnte auch ein schönes Kleid sein, wirklich. Wirklich ein schöner Umhang. Oh, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also, wie geht das hier? Kamera. Ah, warte, wir können mal eben hier gucken. Hier haben wir ihn. Ah, oh. Sieht ein bisschen aus wie auch so eine Rakete, ne? So, hoch mit ihm. Ah, Gorama links. Und das hier. Oh, da haben wir Luft gehabt. Cool. Sehr schön. Hatten wir nicht vier neue Sachen? Ich weiß es nicht. Gefühlt schon, aber. Naja. Ich wollte Kamera an. Hallo? Ach, manchmal hasse ich die Steuerung hier, weil ich irgendwie nie darauf klarkomme. Okay, näher können wir leider nicht. Schade. Okay, Leute, das war's dann mit Animal Crossing. Wir sehen uns dann morgen. Da werde ich dann ausführlich berichten, wie die neue Serie war. Ich werde mit euch nicht fertig, nämlich dann schaffen. Es sind 24 Folgen, was ich nicht glaube. Ich hoffe, es sind 10 oder 12. Selbst dann wird es knapp, dass ich die am Morgen alle schaffe. Aber ich hoffe schon. Also ich denke, ich bin guter Dinge, Leute. Ne? Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und habt noch einen schönen Tag. Tschüss.